Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier. Elegant wie eh und je. Ja. Gerade vom Training gekommen, zwar vom Rücken-Bizeps-Training. Das ist natürlich nicht im Video enthalten, sondern das Bankdrücktraining von gestern. Ich musste das ja verschieben wegen meiner Freundin. Es standen an 55%, 61 Kilo, 6 Wiederholungen, 8 Sätze, das heißt 60 Kilo. Und ihr seht hier, das ist ein Speed Day. Das heißt, einatmen, runter und hoch explodieren. Ich habe ein bisschen was in diesem Training ausprobiert, das werdet ihr nachher sehen. Und zwar, aber ihr seht das hier, die erste Rep und die zweite sind immer sehr, also sehr schnell. Ich meine, es sind jetzt nur 60 Kilo, natürlich, ne, verständlich. Aber da geht einiges, meine Freunde. Ich bin mal gespannt. Der Cycle hat ja jetzt erst angefangen. Die erste Woche ist vorbei, das heißt, das war das letzte Training in dieser Woche. Cycle 1, Woche 1 ist vorbei. Wir machen dann weiter mit Woche 2. Heute kommt das Tim Gabel Video. Oh mein Gott, ich kann es mir schon vorstellen. Du Lauch, du Neid, da, Blatt. Oh, ich freue mich schon drauf. Aber das Bankdrück Video ist gut angekommen, ja. Also wir haben 500, 600 Klicks und über 100 Likes. Ich glaube, am Anfang waren es irgendwie so 200 Klicks, 70 Likes oder so. Also eine richtig krasse Quote. Danke dafür. Ich hoffe, euch gefällt das so. Es werden noch mehr Videos kommen, die auch so ein bisschen aufwendiger gemacht sind. Und ich denke, das wird euch gefallen. Und da kommt einiges, meine Freunde. Und zu einigen Themen natürlich. Ich bin jetzt, als ich gerade eben geguckt habe, war ich bei 1992 Abonnenten. Das heißt, heute oder morgen denke ich, dass wir 2000 Abonnenten erreichen. Es sei denn jetzt, Leute, stößt das mit dem Tim Gabel Video wieder bitter auf und dann hauen wieder 20 Leute ab. Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass wir aber jetzt die 2000 Abonnenten Marke geknackt haben, meine Freunde. Dafür möchte ich euch natürlich danken. Riesengroßes Dankeschön, 2000 Abonnenten, endlich geknackt, ja, kann man sich jetzt aussuchen. Und zwar, wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? Also ich habe natürlich jetzt auch nicht so einen großen Wert auf Abonnenten gelegt, ne. Ihr habt es auch gesehen, ich habe jetzt die letzte Zeit 150 Videos gelöscht. Ich hatte 300 Videos, hätte ich jetzt theoretisch bis jetzt gehabt, habe aber nur noch 150 drauf, weil ich wirklich die Hälfte löschen musste. Einfach vieles entweder falscher Content war, also falsche Informationen, oder schlecht oder zu billig. Habe vieles rausgetan und ihr seht's, die Sätze sind vorbei, danach habe ich 70 draufgepackt, jetzt wieder zum Bankdrückvideo, was ist los, dies, das, 80 und jetzt alles Run-Rap und zwar bin ich bis 100 hochgegangen, nur mal zu gucken, was im Moment geht. Ihr wisst ja, lange nicht gemacht, Schulterprobleme, neue Technik, alles und ab der Brust habe ich gar keine Kraft. Ihr seht jetzt hier schon die 90, da bin ich schon am Suffern, wobei ich sagen muss, neulich, als ich damit angefangen habe, habe ich die 90 fast gar nicht hochbekommen. Ich habe mich jetzt quasi schon um 10 Kilo gesteigert, weil ja, 100 Kilo habe ich auch noch drücken können. Aber danach kommt auch so ein kleiner Vergleich, wie ich früher 100 Kilo gedrückt habe. Da seht ihr nämlich den Ausschnitt aus dem Intro-Video. Und da seht ihr, dass ich das locker auf Wiederholungen drücken konnte, 100 Kilo. So 7, 8 Wiederholungen mit 100 waren kein Problem. Und das war sogar noch zur Zeit, als ich die Schulterverletzung schon hatte. Auch schon in diesem Studio war, das heißt vor 5 oder 6 Monaten sah das Ganze, könnt ihr euch danach angucken, wie das aussah, aus. Und ihr seht das Setup und alles. Ja, schaut es euch mal an. Ich werde noch ein bisschen was erzählen. Jetzt könnt ihr ein bisschen auf das Video gucken. Ich erzähle jetzt einfach nur. Ja, oder bin, wo war ich denn überhaupt dran? Genau, 2000 Abonnenten, wenn die nicht wegen dem Tim Gabel Video abspringen, dann danke ich euch dafür. Danke, 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 2000 Abonnenten. Und ich wollte raussuchen, wann ich angefangen habe. Könnt ihr mal machen? Ich suche schon mal kurz raus hier. Ihr schaut euch das Video an, ich gucke, wann ich angefangen habe. Vor 5 Monaten. Ich habe jetzt 5 Monate gebraucht und da seht ihr das, wie ich die 100 Mal gedrückt habe. Also 7, 8 Wiederholungen, gar kein Thema. Das war jetzt nur der Ausschnitt aus dem Video. Danach mit Reverse Bench weitergemacht. Boah, so viel Content und der labert die ganze Zeit weiter. Was ist los? Vor 5 Monaten ungefähr ist das Ganze dann hochgegangen, richtig. Dass ich auch ein bisschen mehr gemacht habe. Jetzt, vor einer Woche kam ja dieser Programmstart und ich denke, jetzt gebe ich richtig Gas. Jetzt wollen wir natürlich die dicken Brötchen backen. Das ist ganz klar. Und deswegen
gebe ich da natürlich auch Vollgas. Und dann mit 70, 5x5, nee, Quatsch, nicht 5x5, sondern 5 Wiederholungen, ich glaube 3-4 Sätze habe ich damit gemacht, Reverse Bench noch. Und danach seht ihr auch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Training danach, wo ich ein bisschen Overhead Press mache, noch kurz dazu, damit ich dann noch weiter erzählen kann. Overhead Press nur mit 40 Kilo, nach dem ganzen Bankdrücken und so, weiß ich noch nicht, warum ich da mehr machen sollte, halt einfach, damit die Schulter gesund bleibt, damit die in alle Richtungen arbeiten kann, dann noch viel mit Eindringen gemacht. Ich habe jetzt nur 3 Sätze oder so gezeigt, aber ich habe ungefähr 6, 7, 8 Sätze Overhead Press mit diesem Eindrehen Schultern Supersatz gemacht. Das heißt natürlich auch entsprechend ohne Pause durchgemacht, deswegen könnt ihr da auch nicht viel erwarten bei der Overhead Press. Also normalerweise würde ich sagen, Overhead Press, mein Max ist, wenn ich das ein bisschen mache, so 70 Kilo ungefähr. Ne? Aber schaut es euch an, da auch schön mit Pause die Reverse Benches noch, dann noch einen normalen. Ja, vor 5 Monaten hab ich das Ganze gestartet und ich denke, jetzt geht's so richtig los. Richtig schön mit Programm und allem. Ihr könnt euch auf was freuen, ich freue mich auf was. Ich freue mich auf die Cycle, ich freue mich auf die Wettbewerbe, die noch kommen, die Wettkämpfe, die kommen, die Zeit, die kommt. Vielleicht machen wir dann echt, wenn wir eine große Community haben, so Treffen. Dann ist ja eine Internetseite geplant, da planen wir so eine kleine Bundesliga, das kann ich ja schon mal sagen, wo dann wirklich Leute ihre Lifts einschicken können, aber natürlich auch mit Wiegen. Und dann könnt ihr euch innerhalb von Deutschland so ein bisschen vergleichen und alles. Also wir haben richtig geile Scheiße geplant. Richtig geile Scheiße, ich habe richtig Bock da drauf. Das wird richtig gut. Und da seht ihr es, ja. Bisschen auch für, vor allem auch oben pausieren und dann halten so ein bisschen, damit sich das alles reinbekommt, ne? Und da seht ihr es dann mit dem Eindrehen, was halt sehr wichtig ist, quasi genau das Gegensätzliche vom Bankdrücken, damit meine Schulter eben gesund bleibt. Ganz wichtig für mich, aber natürlich auch für jeden anderen, ne? Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe danach auch meine Foamroll, mein Dehnen ein bisschen aufgenommen. Das war natürlich jetzt nur das Bankdrücken, aber trotzdem habe ich mich danach auch gefoamrollt und auch gedehnt. Das werde ich in einem separaten Video einfach packen. Wer sich das angucken will, kann sich das angucken. Wer da keinen Bock drauf hat, einfach nicht draufklicken. Das werde ich auch am Anfang von dem Video dann nochmal sagen. Und ja, jetzt vibriert mein Handy. Wahrscheinlich ist das Tim Gabel Video gerade vor 20 Minuten angekommen. Jetzt vibriert mein Handy die ganze Zeit. So, nach dem Motto, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? So, hängen sie jetzt alle da. Ja, ja. Boah. Look at that, man. Seht ihr das, wie das T-Shirt spannt? So, die Schulter-Brustpartie. Alter, Hulk, Junge. Ich schwöre, Hulk. Nein. Ja, jetzt habe ich viel Scheiße geredet. Noch irgendwas zum Training. Es ist gut verlaufen, erste Woche ist vorbei. Und, look at them veins, man. Them veins popping, man. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Zur nächsten Woche sehen wir uns. Am Montag geht's weiter. Also morgen. Wir haben schon wieder Sonntag. Hat sich alles ein bisschen verzogen. Wegen meiner Freundin. Schatz, wenn du das siehst. Es hat noch ein böses Nachspiel. Meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.